Hallo und willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir und wir sind bei Windows-Anwendungen. In dieser Anwendung lernen wir jetzt ein paar Sachen kennen. Schauen wir uns das einfach einmal an. Also wir haben so eine Windows-Anwendung. Das letzte Mal haben wir die Progress-Bar und diese Trackbar gemacht. Und ein paar Sachen fallen mir schon im Fenster auf, die mir nicht so gut gefallen. Das ist mal erstens, dass da oben Form steht. Wie werden wir das machen? Nun, auch ein Form hat einen Text da rechts unten. Schreibe ich jetzt einfach was anderes hin. Ja, da schreibe ich zum Beispiel Hands Super Duper. Ja, also das ist jetzt die Hands Super Duper Anwendung. Eigentlich sinnlos, aber ja. Und da links oben ist so ein Icon. Das ist auch so ein Standard-Icon. Ja, und das kann man da unter Fensterziel, kann man das Symbol wählen und ich habe da ein bisschen was vorbereitet, HTL, Icon. Jetzt ist das ein anderes Icon. Gell? Also diese Icons, die kann man üblicherweise erstellen mit irgendeinem Zeichenprogramm. 32x32 Pixel ist das und kann man sich anschauen. Ja, und der Rest funktioniert nach wie vor genauso und es schaut auch gleich viel professioneller aus, und da steht nicht Form 1 und so weiter dann, sondern das so ein eigenes Icon, ja? Und ein super duper. Das schaut vielleicht weniger professionell aus, aber okay, sei es drum. Also da, so kann man das Fenster dann einer anständigen Aufmachung. Das aber nur nebenbei. Was wir heute machen wollen ist, ich möchte diese Progress Bar dazu verwenden, ich möchte so einen Timer setzen. Ich möchte mir eine Zeit aussuchen und mit dem Zeitpunkt des Zeitaussuchens soll diese Zeit ablaufen. Also die Zeit in der Zukunft möchte ich mir aussuchen. Ja, und dann soll der Progressbar sagen, wie weit bin ich leicht schon dort. Das werden wir nur nicht in aller Schönheit programmieren, aber einfach nur, wie es geht, weil da brauchen wir nämlich schon ein paar Sachen. Brauchen wir ein paar Sachen. Was wir nicht mehr brauchen, ist diese Trackbar. Wieder falscher Knopf. Ich drücke immer Backspace, das ist so ein Blödsinn. Entfernen heißt. Ich werde mir nie merken. Egal. Ja. Jetzt ist er weg. Jetzt machen wir da mal ein Label. Ein Label. Das ziehen wir da ein. Pack. Und das soll man praktisch so, das setze ich hier in die Mitte. Label 1. Und der Text, der Name soll sein Label Startzeit. Da möchte ich, dass drinnen steht, die Startzeit, wann es losgeht. Ja? Und was schreibe ich da rein, bevor nichts losgeht? Ja? Bitte Endzeit wählen. Das soll jetzt mal drin erscheinen. Bitte Endzeit wählen. Und wo wähle ich die Endzeit? Nun, da gibt es einen Date-Time-Picker. Das muss da auch irgendwo herum. Da ist er. Ja. Einer mit Date-Time-Picker. Der ist aber breit. Der ist aber breit. Aber ehrlich gesagt, ich meine, Datum brauche ich nicht. Ja. Da gibt es da unten, da gibt es irgendwo da, wo ist denn das? No Control, Tab Stop, Value. Value ist schon mal schlecht. Date Time Picker, Ende, nenne ich den. Namen. Application Settings, Data Bindings, da ist es nicht. Kalender Font brauchen wir auch nicht. So. Wo ist es? Das heißt irgendwo Enabled Value Visible, sagen wir. Custom Format, okay, da könnte ich das Custom Format einwählen. Na, da schalte ich hier um auf A bis Z, da sehe ich alle, sehe ich sie nicht so gruppiert. Ja? Und da muss irgendwo, wo ist das? Siehst, wenn du es nicht dauernd verwendest, Format Long Time. Ja? Jetzt haben wir nochmal die Zeit darin, jetzt können wir das kleiner machen. Wunderschön. Vielleicht noch etwas größer. So, das Format habe ich gesucht.
So, und da möchte ich mir die Zeit aussuchen, wo es aufhören soll. Okay? Diese zwei Sachen habe ich jetzt da. Also, was gibt es für Ereignisse in den Date-Time-Picker? Kopieren, das kopieren wir es wieder. Ja. Aktion, Value changed. Value changed ist gut. Okay. Zack, Doppelklick. Ja. Machen wir schon, haben wir schon. Trackbar Wert. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Weg. Das können wir auch schon löschen. Bereinigen wir es. Heute bereinigen wir alles. Heute bereinigen wir alles. Schaut gut aus. Wann der Value changed ist, muss man irgendwie den Startwert ja merken. Ja, dann, ich brauche jetzt so praktisch ein Private. A private date time und das nenne ich Startwert. Ja. Und wann das geändert wird, sage ich Startwert, ist gleich date time now. Das stimmt schon, das hat er schon da rund, hat schon wieder was da rund. Ja. Und jetzt der Endwert ist ja eigentlich der Wert, der in den Date Time Picker Ende drinnen steht. Gut. Haben wir das. Ja? Aber jetzt müssen wir ja irgendwie unsere Progress Bar müssen wir irgendwie schauen wir, ob es funktioniert. Schauen wir, ob das funktioniert. Schauen wir, jetzt suche ich mir was aus. Book. Achso. Geht nicht. Ah, vielleicht geht schon, aber ins Label sollte es auch noch schreiben. Das sollte ich schon noch machen, weil sonst Label Startzeit, ja, ist gleich Startwert.toString. Können wir auf Klammer zu. Also, das Label brauche ich das nicht, sondern das brauche ich im Text. Ja? Mein Gott. Heute ist es noch früh, glaube ich. Eine Ausrede ist nie schlecht. Schau, da unten ist auch das Hotel. Ist gut. Okay, jetzt suchen wir was aus. Ja? 25.05. 11.15 Uhr. Es ist gar nicht mehr so früh. Okay, also wir sehen, da funktioniert einmal. Ja? Also den Startwert habe ich mir jetzt merken können. Was ich jetzt aber brauche irgendwie, ist, dass ich von Zeit zu Zeit überprüfe, ja? oder das update, die Progress Bar. Gell? Das muss ja jetzt im Hintergrund praktisch funktionieren. Und da gibt es ein Ding, das heißt Timer. Nehmen wir den Timer, jetzt sind wir da einer. Der hat da nichts, der ist da unten, gell? Aber der hat trotzdem genau das gleiche. Einen Namen, Timer, Update, Progress. Nenne ich den. Ja? Der ist einmal false, der ist nicht enabled. Und wie oft machen wir das? Das ist jetzt nicht so wichtig, das sind Millisekunden. Ich sage mal, alle 500 Millisekunden, alle halben Sekunden, das ist genug, wenn der irgendwas macht. Ja? Der sollte jetzt etwas machen. Und der Timer hat natürlich auch hier Events und das heißt Tick, das Event. Immer wenn der Timer abgelaufen ist, dann gibt es einen Tick. Ja? Und da mache ich einen Doppelklick. Was soll jetzt passieren, wenn der Timer abgelaufen ist? Ja? Also mal, die Progress Bar geht ja von 0 bis 100, haben wir gesagt. Und ohne, dass ich jetzt irgendwas abfange, ja, ich möchte es einfach mal laufen haben. Ich sage einfach int Progress ist gleich. Was brauche ich? 100% ist praktisch der Endwert. Das heißt, ich muss einmal den momentanen Wert. Jetzt brauche ich Timespan.
Das ist gut. Timespan haben wir eh schon lange nicht mehr gehabt. Timespan, ja. Bis jetzt ist DateTime.now, also jetzt, ja, minus Startwert. Ja, das ist gut. Und dann haben wir nur eine zweite Timespan. Gesamtzeit ist gleich. Ah, und zwar brauchen wir jetzt den DateTimePickerEnde.value, ja, minus Startwert. Und jetzt fällt mir auf, das ist eigentlich ein Blödsinn. Das schreibe ich da oben hin, dann machen wir wieder ein Private weil das ändert sich ja eh nicht, gell? Das kopiere ich mir. Ich lege das da oben an praktisch und mache den Update da. Nur wenn sich der Endwert geändert hat. Der Endwert hat sich geändert. Ja? Also wenn ich einen neuen Wert eingegeben habe, brauche ich die Gesamtzeit zu berechnen. Brauche ich das nicht jedes Mal machen, wenn der Timer aufgelaufen wird. Das ist nämlich wichtig bei Timern, gell? Dass man schaut, aha, wäre nicht schlecht, wenn ich da so wenig Code wie möglich drin habe. Ja? Ich meine, das brauche ich schon, die momentanen bis jetzt. Ja? So, und jetzt mache ich das Progress. Und was muss ich jetzt machen? Jetzt sage ich, wie viel hat es gesamt gedauert? Nein, wie weit ist es bis jetzt? Bis jetzt. Und da gibt es Total Seconds. Da gibt es irgendwo Total Seconds. Das ist, wie viele Sekunden hat es bis jetzt gedauert? Nichts Minuten und wie viele Sekunden? In Sekunden. Ja? Und das dividiere ich durch Gesamtzeit.TotalSeconds. Und dann multipliziere ich das noch mit 100. Ja. So, und jetzt muss ich das Ganze in Integer casten. Casten heißt das. Ja. Das heißt, die Division, das was hier zurückkommt, das Total Seconds, sehen wir, ist ein Double. Okay? Also hier ist ein Double-Wert dahinter, also eine Gleitkommazahl. Hier ist auch eine Gleitkommazahl dahinter. Das heißt, das, was hier rauskommt, ist auch eine Gleitkommazahl. Das ist auch gut, weil es kommt ja zwischen 0 und 1 irgendwas raus. Und dann multipliziere ich mal 100, dann ist es in Prozent. Und dann kann ich das praktisch nur die ganze Zahl verwenden. Und das ist mein Progress. Ja? Und dann kann ich sagen, theoretisch, jetzt weiß ich nicht, Progress Bar hat die Kassen, Progress Bar Wert, Punkt Value, ist gleich Progress. Schön. Müsste funktionieren. Schauen wir uns das an. Play. Auswahl. Machen wir Minuten, 22. Geht nicht. Warum geht's nicht? Ja, ich habe den Timer nicht gestartet. Starten tue ich ihn hier. Ja. Timer. Upgrade Process. Punkt Enable. Ist gleich true. Jetzt müsste es gehen, weil jetzt starte ich ihn in dem Moment, wo ich mir was aussuche. 22. Ranger. Wir sehen, der Timer macht seine Arbeit. Mit jedem Tick wird halt die Progress Bar da abgedatet. Und ja. Genauso funktioniert das jetzt. Gell? Im Hintergrund passiert es, ich habe meine Zeit ausgewählt, die Startzeit ist dann, wenn ich meine Zeit ausgewählt habe und da rennt schon der Timer runter, bis wann eigentlich? Das ist vielleicht noch etwas spannender. Ja? Weil ich habe nichts am Ende gemacht. Ich muss jetzt mir überlegen, was passiert da eigentlich? Ich hoffe doch stark, dass diese Progress Bar Balken Anzeige, da irgendwas eingebaut hat, mit der ich verhindern kann, oder haben wir jetzt gleich einen Absturz?
Haben wir gleich eine Violation oder was weiß ich was? Was passiert da? Unbehandelte Ausnahme. Ja, da haben wir es schon. Schön war das nicht. Ja, weil jetzt sind wir über 100 drüber gelaufen. Über 100 drüber gelaufen. Und das kann ich natürlich nicht zuweisen. Aber ich kann das sagen, zum Beispiel if progress bar. Kleiner 100. Ja. Und progress bar. A progress, ja. Größer 0. Also wenn wir zwischen 0 und 100 sind, dann soll er das machen. Bitte. Ja. Else. Timer update progress. Punkt enabled. Gleich false. Dann drehen wir den Timer wieder an. So schaut es nämlich aus. Und jetzt soll es eigentlich funktionieren. Das war's. Irgendjemand hat mich gestartet. Schauen wir uns das an. Hier nehmen wir jetzt aber nur 59. Ah, rennt schon schneller. Ja. Das funktioniert also. Der Timer hat wieder gestartet. Und rein theoretisch. Kleiner 100 ist vielleicht jetzt ein Blödsinn gewesen. Kleiner gleich 100 hätte ich vielleicht schreiben sollen. Weil schau, er wird nicht mehr ganz voll. Er wird nicht mehr ganz voll. Ja. Das ist dann diese, ja, bitte kleiner gleich 100. Ja. Geht schon. Einmal geht's noch. Einmal kann ich noch 20 Sekunden investieren, weil ich glaube, jetzt bin ich ziemlich gut darin, dass das jetzt funktioniert. Heute wieder mal ein längeres Video zusammengebracht, gell? Und na, okay. Müsste man noch einen Feinstift machen. Mach jetzt nicht mehr. Ne? Sofort. Timer. Date and Time Picker haben wir heute kennengelernt. Ja. Und jetzt ist es soweit, würde ich sagen. Ich meine, ein Fenster ist nicht genug. Nächstes Mal sprechen wir darüber, wie wir mehr als ein Fenster erzeugen können. Ja. Machen wir ein zweites Fenster. Machen wir irgendwas, wo man eine Datei öffnen kann, ein Bild öffnen kann von mir aus und das anzeigen in einem zweiten Fenster. Genau das machen wir. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.